Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shantae. Und ja, ich renne direkt mal erst in den Kaktus rein und springe auch noch rein. Yippee. Ja, hier ist es auch wieder 3 Wochen her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und auch hier kann ich endlich weiterspielen. Und ich erinnere mich noch gut daran, dass ich hier nicht reinkomme. Nanu, geh rein, Shantae. Irgendwie funktioniert das nicht immer. Auf jeden Fall kann ich mich noch gut daran erinnern. Ich geh doch da rein. Jetzt bin ich drin. Komisch. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich keine Ahnung hatte, wo ein weiterer Schlüssel ist, weil da war eine verschlossene Tür. Und ja, das war's. Deswegen. Ach ja, hier sind ja die blöden Krabben. Kommst du wohl raus? Yeah, Grenadierkrabben. Die Grenadierkäfer haben Verwandte. Na egal, lassen wir die einfach mal in Ruhe. Gucken, was hier in der Vase ist. Ein Herz, gut. Moment. Die da oben möchte ich auch haben. Vielleicht sind ja hier noch ein paar Diamanten drin, jawohl. Na, lassen wir die Krabben in Ruhe. Die sind mir jetzt eigentlich egal. Ich will nur wissen, wo der blöde Schlüssel ist. Also ich werde jetzt nochmal systematisch hier das Ganze absuchen. Ich habe leider nicht mehr in meinem Let's Play nachgeschaut, also das mir noch angesehen, um zu gucken, wo ich vielleicht noch nicht lang gegangen bin. Hier bin ich noch nicht lang gegangen, ja perfekt. Moment, ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ich muss mal gucken, wie der Tanz war, um mich in einen Elefanten zu verwandeln. Runter und nach links, okay. Okay, Moment. Runter und links. Ja, das war richtig wunderbar. Ich muss mich auch erstmal jetzt an die Steuerung wieder gewöhnen. Oh, gut. Töre. So, hier scheinen wir noch nicht gewesen zu sein. Hier kommen die Elefanten auch nicht durch. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier so erwartet. Also ein komisches Magnetenvieh schon wieder. Ui, ui. Ach, das sind doch die Kisten. Moment. Da will ich doch dran. Ich bin zwar... So, da ist der Schlüssel. Wunderbar. Wegen denen bin ich doch hier. Jetzt weiß ich zwar nicht mehr, wo ich hin musste, um den Schlüssel zu benutzen. Aber das dürfte auch nicht so schwer sein. Ein Squid! Wie viel haben wir jetzt hier schon gefunden? Wir haben hier 3 gefunden. Das heißt, einer ist noch übrig. Wunderbar. Vielleicht finde ich ja den 4. auch noch. Dann kann ich direkt mal... lass mich in Ruhe. Den Warp nach Oasis Town aktivieren. Achso, ich muss dich erst besiegen wahrscheinlich. Wie mache ich das am besten? Du ziehst mich an, obwohl ich überhaupt nicht magnetisch bin. So, geh kaputt. Bist du jetzt offen? Ja, die Tür ist offen. Wunderbar. Ja. Ich stand erst runter und dann kriechen, bitte. Dankeschön. So, mal gucken. Es ging ja hier runter und dann war der Aufzug und Krabben. Ich weiß aber leider nicht mehr, zu welcher Etage ich fahren musste. Ich vermute, es war die letzte und dann links, soweit ich mich erinnere. Aber ich kann mich auch täuschen. Aber ich gehe jetzt erstmal nach ganz unten und dann nach links, um zu gucken. Und irgendwie erinnere mich dieser Fahrstuhl gerade ein wenig an Zelda 2. Da gibt es in Dungeons auch mal so Fahrstühle. Ach, naja, egal. Zelda 2 weiß ich nicht, ob ich das irgendwann mal spielen werde. Ich finde es eigentlich ganz cool, bloß es wäre wahrscheinlich erfolgreicher gewesen, hätte es nicht die Zelda-Titel gehabt, sondern wäre unter einem anderen Titel erschienen. Moment, tanzen. Dann wäre es garantiert heute ein sofortiger Klassiker, aber weil es eben so anders war, tja, ist es verhasst, mehr oder weniger. Plöpp. So, komm ich da überhaupt mit dem Elefanten rüber? Hüpf. Hüpf. Jawohl. Habt ihr schon mal so einen agilen Elefanten gesehen, der in die Lava springt? Jawohl, ich wette, ihr habt noch nie einen Elefanten gesehen, der in die Lava springt. Nein, ich auch nicht. So, machen wir das doch lieber als Genie. So, wunderbar. 3 Leben noch, okay. Vielleicht finde ich ja noch eins. Ja, keine Lebensenergie, sondern Leben, Shantae, bitte. Oder, ja, gut. Das Schöne ist natürlich, ich kann mit Shantae einmal sie ansprechen und ich kann mit Shantae das Spiel ansprechen. Das heißt, ich schlage 2 Fliegen mit einer Klappe. Wenn mir irgendwas auf die Nerven geht, dann sage ich einfach, Shantae, mach mal. Ein Herz, schon wieder. Und hier war der Schlüssel, wunderbar. Das Schloss, meine ich, wofür wir den Schlüssel brauchten. Jetzt brauche ich die Elefantenform wieder. Dum, 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 dum. Tanz, Shantae, tanze für mich und für unsere Zuschauer. Ja, für euch, die hier gerade zuhört. Hüpf. Nein, nicht hüpf. Schieb, meine ich. Oh, da ist Risky, das ist der Stein. Joho, Golemstone.
come to Mama, also Golemstein, come to Mama. I'm on to you, Risky Boots. You're trying to rebuild the steam engine using all four magical relics. Ja, ich weiß, was du tun willst. Du versuchst, die Dampfmaschine wieder aufzubauen, indem du alle vier magischen Relikte benutzt. Well, well, you're a smart little tag-along. This single piece of golem stone is the only metal strong enough to hold the other stone's power. Once I have all four stones in my possession, I'll create the most powerful weapon this world has ever seen. Ho, ho, ho. Also, dieser Stein da ist der Golemstein und der ist der einzige, der stark genug ist, die anderen drei Steine zusammenzuhalten, also deren Kraft. Und sie meinte, sobald sie alle vier Steine hat, wird sie eine Waffe bauen, wie sie die Welt noch nie vorher gesehen hat. What? Hä? Sie hat doch überhaupt nichts, hat sie getroffen, aber naja, wir dürfen mal wieder gegen einen Boss kämpfen, nehme ich an. Ich bin mal gespannt, ob diesmal der Kampf ein wenig spannender wird. Hallo, was bist du denn? Als beim letzten Boss. Halt auf den Boden, da kommen bestimmt jetzt Steine runter, oder? Nicht? Kann ich die Hand... ich kann auf die drauf springen. Moment. Aua! Aber von unten werde ich verletzt. Okay, Moment. Wo kann ich dich denn überhaupt verletzen? Hüpf, 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 aua, hüpf, ja, kannst du mal aufhören damit? Ich würde dich gerne mal treffen. Ah, Moment, Moment, da ist eine Elefantenstatue, das heißt, ich ramme mal dagegen, Moment. Unter, links, ja, mach du so lange mit deinen Fäusten rum, ist mir egal. Und, na, es funktioniert nicht. Ah, aber ich kann ihn rammen. Oder ja, da guckst du was. So, ich ramme den Stein. Oh ja, das scheint viel Schaden zu machen. Boah, der ganze Bildschirm vibriert und das war's schon. Wow, okay. Also mit der Elefantenform ist dieser Gegner echt einfach. Yay, Moment, ich muss mich zurückverwandeln. Yay, der Golemstein. Whee, Drehanimation. Okay, das war jetzt... irgendwie ein bisschen enttäuschend. Der war nicht so schwer, wie ich gedacht hatte. Wrench, du bist zurück. Was ist das? Eine Notiz von Sky? Darauf steht, liebe Shantae, jemand... Was? Someone named Rotty Tops... jemand namens Rotty Tops hat geantwortet. Hat auf meine Nachricht geantwortet. Sie sagt, dass sie weiß, wo der nächste magische Stein sich befindet. Sie reist mit der Zombie-Karawane, welche im Osten von Watertown ihr Camp aufgeschlagen haben. Ich hoffe, das hilft dir. Ja, Freundschaft für immer, Sky. Car! Sounds like my next stop. Alright, I'd better go find that caravan. Ja, toll. Das heißt, da, wo wir das letzte Mal nicht weitergekommen sind, dürfen wir jetzt wieder hinlaufen. Ich habe natürlich nur drei Wolfsquids gefunden. Und ich habe ehrlich gesagt jetzt keine Lust, den nächsten noch zu suchen. Das ist mir zu doof. Also, reisen wir erst wieder zurück nach Watertown. Vorbei an Grenadierbeeteln und... also, Grenadierkäfern und Skorpionmännern und Kakteen und alles, weil sie uns töten. Ja, ist gut. Ja, lass mich in Ruhe. Komm her, ich möchte wirklich drüber sprechen. Aua. Machen wir das halt so. Ja, genau. Machen wir es so, indem wir da reinspringen. Ja, genau. Nein, ich will jetzt nach Watertown. Ich bin ein bisschen vorsichtiger, ich verspreche es euch. Denn ich möchte ja nicht sterben, ich möchte weiterkommen. So. Komm her. Ein Schlag, ein Treffer und tot. Irgendwie sage ich das die ganze Zeit, auch in ABA. Und es ist natürlich Nacht. Na toll. Komm her. Haha. Wir sind in der besseren Position, um dich zu besiegen. Du kannst uns nichts anhaben. So. Aber wenigstens ist die Musik nachts cool. Du. Nein. Nein. Hallo? Hör auf zu feuern. Du blödes Mistvieh, stirb. Das hast du verdient. Oh cool, er ist in uns drin, aber macht uns keinen Schaden. Wunderbar. Schöne Hitbox. Aber wir können ihn treffen, was wunderbar ist. Er versucht die ganze Zeit uns anzugreifen, aber wir sind einfach schneller. Wir haben Zopfgeschwindigkeit. Ja, ja. Noch einer. Aua, was? Diesmal kannst du ihn treffen? Na, pass mal auf hier. Friss das.
fühle den Zorn meines Zopfes, ja. Na komm. Dum, 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 dum. Okay, ich kann doch noch nicht mitsingen. Dann lasse ich das auch besser, das klingt bestimmt nämlich ziemlich scheiße. Stirb. Ach, na gut, dann werden wir einfach weg. Käfer. Käfer! Aua. Komm. Oh. So, jetzt aber. Ein Herz noch, na, das kann ja was werden. Ob ich das nächste Gebiet noch erreiche, ohne zu sterben? Ja, du kannst uns hier auch nicht angreifen. Aber du kannst sterben, bitte. Damit wir weiterkommen, ohne noch mehr Lebensenergie zu verlieren. Ich muss mal gucken, ob ich nicht jetzt den anderen Herzcontainer oder die Flasche oder wie auch immer noch kriegen kann. Wo nämlich das Ding zuging. Vielleicht kann ich da mit dem Elefanten irgendwie ran. Möglicherweise. Dann hätte ich 5 Herzen. Was das Ganze ein wenig erleichtern würde. Ich weiß nicht, passen unten. Ich glaube, da unten. Da unten passen noch 2 Herzen hin. Dann hätte ich da unten insgesamt 6 und dann darüber noch eine Reihe. Also insgesamt könnte ich dann 12 Herzen haben. Oder es geht halt nur ein Herz noch. Dann könnte ich insgesamt 10 Herzen haben. Ich weiß ja nicht, weil zwischen dem der Geld- und der Musikanzeige und links der Item- und Lebenanzeige ist ja auch so viel Platz, dass da ein Leben reinpasst. Vielleicht ist so viel Platz ja auch zwischen der Lebensanzeige. Die Viecher. Und der Geld- und Musikanzeige. So dass ich halt wirklich nur 10 Herzen insgesamt haben kann. Yeah. Lass mich ruhig, ich möchte nicht sterben. Ich bin zu jung zum Sterben. So. Hopp. Ah, genau. Richtig, ich hatte ja hier den tollen Salto, der mir Schaden macht, aber ihr nicht. Toll. Sie habe ich im Nachhinein auch noch besiegt, als ich gestorben bin. Toll. Das ist echt eine tolle Attacke. Wunderbar, Chantael. Ich bin so begeistert von deiner Attacke. Das glaubst du gar nicht. Ja, nein, du glaubst es wirklich nicht, wie begeistert ich davon bin. Yay. So, dann machen wir das doch einfach auf dem altbewährten Wege mit dem Zopf und lassen den Salto Salto sein. Vielleicht wird er effektiver, wenn wir das Upgrade bekommen, was ich dann auch kaufen kann, ich kann es auch kaufen, sobald wir wieder in Watertown sind, weil dann kommen wir sowieso jetzt vorbei. Hey, hier kam ich jetzt so hoch, ich dachte, ich brauche den Affen dafür. Ja. Wenigstens springt sie hoch, wenn sie schießt, kann uns so nicht treffen. Aber hier brauche ich den Affen. Wie war das noch? Runter und rechts? Ja, ich glaube, das war richtig. Ja, es war richtig wunderbar. Ich habe es noch richtig im Kopf gehabt. Hüpfel, hüpf. Hüpf, genau, hüpf. Egal. Ah, wow. Gut ausgewichen. Affe. Einfach weg hier. Ich habe keine Lust, gegen die alle zu kämpfen. Einfach durch. Keine Rücksicht auf Verluste. Ja. Na gut, da warte ich wieder ab. Ja, geh weiter, bitte. Danke. Ah. Oh, du blödes Mistvieh. So, Moment, war das hier? Ja, das war hier, wo der zweite Topf war. Solange ich jetzt nicht sterbe. Wobei, das ist sogar gut, weil wenn ich jetzt wieder hochgehe und dann sterbe, dann starte ich da wieder. Okay, Moment. Wenn ich mich in einen Elefanten verwandle, kann ich ja nach vorne dashen. Vielleicht bin ich schnell genug, um durch das Tor durchzukommen. Nein? Bin ich nicht. Kann ich das Ding zerstören? Das ist irgendwie... Hüpf! Oder kann ich da... Vielleicht ist das ein Geheimgang und ich kann mit dem Affen da hochklettern. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Versuchen wir das mal. Weil ich hätte doch gerne noch ein bisschen mehr Leben. Oh. Moment. Nicht? Schade. Oder hier? Nein. Wie soll ich denn da runterkommen? Kann ich dich töten? Komisches Vieh mit der Eisenzunge? Nein. Na toll. Na gut, dann kommen wir hier später nochmal hin, wenn wir irgendwie noch irgendwas gelernt haben. Man weiß es ja nie. Jetzt darf ich mich wieder in einen Affen verwandeln. Sonst komme ich hier nicht weiter. Also, ich käme schon weiter, wenn wir wirklich sterben. Da habe ich keine Lust drauf. Ehrlich gesagt. Ups. Oh. Was? Ich habe die Stacheln noch überhaupt nicht berührt. Oh. Komm schon. Nochmal. Vor allem, ich muss jetzt vorsichtig sein. Die Stacheln sind ja sofortiger Tod. Und ich habe keine Lust, wieder beim alten Mann anzufangen. Was? Oh nein.
Ich habe die Stacheln überhaupt nicht berührt. Was soll der Mist denn? Ich habe gerade mal den Sand über den Stacheln berührt. Ach, das ist doch nervig. Vor allem jetzt fange ich wieder hier ganz hinten an. Oh, okay, noch einmal. Wenigstens muss ich ja den Dungeon nicht nochmal machen. Ich habe ja den blöden Golemstein. Nein, Start, bitte. Da unten kann man ja sehen, der hat irgendwie eine komische Animation. Ich weiß nicht, aber na gut. Was habe ich überhaupt für ein Item ausgerüstet? Ah, genau, ich lasse die Dinge ausgerüstet, die waren gut. Damit kann ich die Nagas auch viel besser bekämpfen. Dann komme ich hier wenigstens ordentlich durch. So. Ja, genau, es ist wieder Nacht. War so klar. Also, ich weiß nicht. Auf der einen Seite ist dieses Spiel in den Dungeons richtig genial und macht richtig Spaß. Aber wenn man dann rumreisen muss, um irgendwelche Sachen zu erreichen, wird das Spiel blöd. Also, ich habe seit langem nicht mehr so ein schizophrenes Spiel gehabt. Weil ich meine, ich kann auch nicht mal wirklich beschreiben, warum das so blöd ist und warum ich hier nicht durchkomme, aber es ist einfach doof. Ja, also man muss es einfach mal selbst gespielt haben wahrscheinlich. Oh ja, lass mich in Ruhe. Komm schon. Und ich wurde mal wieder gestört. Ja, das passiert anscheinend nur, wenn ich Shantae spiele. Vielleicht sollte ich nur noch LBA spielen, dann werde ich nicht mehr während der Aufnahme gestört. Ja, toll. Mal sehen, weiter geht's. Voll in den Käfer rein. Ja, komm schon. Ja, und mal wieder tot, toll. Das macht so einen Spaß. Er glaubt es gar nicht. Vor allem, die Gebiete sind dann immer so riesig. Man nimmt so viel Schaden und stirbt dann und fängt wieder am Anfang des Gebietes an. Das ist... wenigstens respawnen die Gegner nicht. Das ist schon immerhin etwas. Da kann man dann durchrennen. Soweit, wie man gekommen ist. Und es war doch irgendwo noch ein Skorpion. Hier ist er. Komm. Ja, ist gut. Stirb einfach, bitte. Und gib mir noch ein Herz. Oder gib mir einen Lebensenergie-Pot, damit ich mehr Lebensenergie bekomme insgesamt. Kannst mir auch gerne geben. Ja, Diamanten. Oder Edelstein oder was auch immer das sein soll. Ist mir auch recht. Komm, stirb. Ich mach deinen Turban kaputt. Ja, mit meinem Zopf mache ich deinen Turban kaputt. Kannst du mal sehen. Hopp. Wahrscheinlich ist Shantae auch ein Spiel, das man besser spielt, wenn man es schon kennt. Aber ich habe ja das Problem, dass ich es jetzt eben blind spiele. Und ich dadurch auch noch nicht so viel Erfahrung damit habe. Oder ich stelle mich einfach absolut ungeschickt damit an. Das kann natürlich auch sein. Aber ich schieb das lieber auf das Schuld. Ich schieb die Schuld lieber auf das Spiel, anstatt auf mich. Ja. Hauptsache, ich komme endlich aus dieser blöden Wüste raus. Wenn wir schon Scuttletown erreichen würden, wäre das ein Fortschritt. Hüpf, komm. Weil ich meine, im Dungeon habe ich jetzt nicht wirklich viel gemacht. Vor allem der Bossgegner war sehr leicht. Und das wäre jetzt irgendwie doof, wenn ich das gesamte Video damit vertrödeln würde, hier die ganze Zeit zu sterben. Naja. Immerhin haben wir das nächste Gebiet erreicht mit den Nagas. Was jetzt auch nicht unbedingt so viel toller ist. Da mir die Dinger unglaublich auf die Nerven gehen. Ja, komm. Hier. Wie setze ich ein Item nochmal ein? Warum funktioniert das nicht? Jetzt funktioniert's. Aber toll, aber die Kugel ist nicht rausgekommen, weil ich getroffen wurde. Ja, bitte geh einfach kaputt. Stirb einfach, okay? Und du auch. Komm. Also das Item zu aktivieren mit oben B ist einfach blöd. Toll, zwei Leben noch. Die werde ich wahrscheinlich gleich wieder in den Stacheln verschwenden. So, komm. Nimm den Stachelball und schieb ihn dir sonst wohin. Und stirb gefälligst, danke. Ich finde es irgendwie lustig, dass die Nagas so Katzenschädel droppen. Das ist irgendwie ein wenig seltsam. Aber naja. So, hier ist eine Leiter, dann speichere ich da mal eben zwischen. Also, zwischenspeichern in Anführungszeichen. Damit ich dann, wenn ich sterbe, wieder da anfange und mich wieder ganz am Anfang dieser Stage. Und jetzt ganz vorsichtig über die Stacheln. Und, ja komm, friss meinen Stachelball, bitte. Schneller, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Dankeschön. Ah ja, hier brauche ich ja... Hopp. Nein. Moment. Aktiviere mal den Stachelball hier unten und dann springe ich direkt hier hoch. So. Ja,
Lass dich doch treffen. Ach komm schon. So. Da brauche ich den Affen. Runter und rechts tanzen. Also ich freue mich schon auf den nächsten Dungeon. Das ist das Einzige, weswegen ich jetzt gerade weiterspiele, weil das Spiel sonst mir ein wenig auf die Nerven geht. Wie man vielleicht auch hören kann und es merkt. Und naja. Tut mir leid, Leute, aber es macht nicht so viel Spaß. Man, also hier draußen zumindest. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass es Side-Scrolling ist. Ich komme beim Reisen besser damit klar. Aber wenn es aus einer Top-Down-Perspektive ist, machen wir das halt so. Wenn du nicht sterben, wenn du nicht uns da oben langlassen gehen willst, dann schieben wir dir halt nochmal so einen Stachelball entgegen. Ach ja, du hältst jetzt mehr aus, weil es Nacht ist. Ich habe nicht mehr dran gedacht. Komm schon. Ja, komm. Stirb. Stirb schneller, bitte. Endlich. Vor allem, wir finden nicht mal irgendwelche Glühwürmchen. Ah. Zwischenspeichern, sehr wichtig. Denn ich werde gleich garantiert wieder in irgendwelche Stacheln reinplumpsen. Und auf furchtbare Art und Weise sterben. So, hüpf. Genau, hier war noch eine. Du blöde Kuh, stirb. So, meine Haare sind viel schöner als deine. Haha. Ja, komm schon. Vor allem, die Gegner halten viel zu viel aus. Ich meine, wenn man sie mit ein oder zwei Schlägen tot kriegen würde, dann wäre das Ganze auch mit viel weniger Frust verbunden. Aber, ja genau, fliegt immer höher. Durch unseren Stachelball. Komm, die kommt gar nicht mehr auf den Boden an. Aber die hat immer noch Lebensenergie. Cool, ich treffe sie überhaupt nicht mit meinem Top-Zopf, aber macht trotzdem Schaden. Volle Hitbox. Hüpf. So. Oh nein. Du blödes Mistvieh. Was? Bitte was? Oh, was soll denn der Mist? Ernsthaft? Mann. Also, nochmal. Wo sind die Stacheln? Hier sind die Stacheln. So. Da ist dann die Naga. Da aktiviere ich jetzt... Ich sagte, ich aktiviere den blöden Stachelball. So, komm. Wenigstens hat es uns jetzt nicht getroffen. Jetzt aus Rache, weil du uns gerade getötet hast, muss ich dich töten. Ich könnte einfach weglaufen, aber das will ich jetzt haben, die Rache. So. Dann hat man schon wieder den komischen Schädel gesehen, der Nager. Oh ja, wir haben das blöde Gebiet geschafft. Jetzt müssen wir... Ja, Scuttletown. Immerhin haben wir Scuttletown erreicht. Ein kleiner Erfolg. Und hier haben wir... Nein, ich möchte nicht mit dir reden. Ich möchte ins Badehaus gehen. Meine Lebensenergie auffüllen und dann möchte ich speichern. So. Plopp, plopp, plopp. Wunderbar. Hm. Was sind das für coole Handtücher? Mit einer Schlange drauf in Form eines S. So wie Superfax. Ja. Hm. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Na, oh, ich möchte nicht mit dir reden. Das habe ich dir gerade eben schon gesagt, du komisches, schwarzes Etwas. So, Safe Room, bitte. Ja, genau. Hallo, alter Mann, ich möchte speichern. Wie auch immer ich dich jetzt anspreche, so. Hallo, Shantae, würdest du gerne einen Record of your Travels anlegen? Keine Information wird vergessen, bla bla, ihr Spiel wurde gespeichert. Ja, Leute, ich habe gerade keine Lust mehr weiterzumachen. Deswegen sage ich mal, mache ich einen Schnitz und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.